Willkommen zurück zu Anno 1800. Es geht weiter. Im letzten Part haben wir ja gemerkt, dass wir so auf viele Inseln immer so Probleme haben, was Ressourcen und sowas angeht. Unsere Nahrung und sowas geht überall immer so ein bisschen runter. Und das wollte ich in diesem Part auch so ein bisschen mal beheben, dass wir unsere Inseln besser versorgen. Ach ja. Hier haben wir zum Beispiel auch total Schwierigkeiten. Hier fehlt denen so viel. Ich würde sagen, wir bauen das ein bisschen anders. Zuallererst brauchen wir hier... haben wir hier schon eine fertige? Warte mal, welche Inseln waren das jetzt, wo wir sind? Ach, die, okay. Brauchen wir erstmal eine Handelsroute. Quatsch, das war doch nicht die, ne? Oh Gott, ich bin ein bisschen... Nee, ja, das war die da unten. So. Hier nach da. Holz. Stein. Stahl. Achso, wir haben da unten auch noch... Kriegsschiffe. Das werden wir dann im nächsten Part machen, dass wir hier die Insel übernehmen. Ich wollte das ja schon längst machen, aber wir hatten ja so ein paar Probleme, was Geld angeht. Machen wir nochmal ein drittes Schiff noch dazu. Ist besser. So. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Wir hatten da ja so ein paar Probleme mit dem Geld. Den Umsatz und so. Das scheint war ja jetzt so ein bisschen wieder unter Kontrolle zu haben. So, ich würde nämlich sagen, wir bauen. Wo kommt denn da jetzt eine Brücke hin? Wir bauen diese Insel aus oder neu oder um. Wir bauen die Insel ein bisschen um. Und zwar möchte ich die Produktionsgebäude hierhin machen. Und diese Stadt, die möchte ich auch ein bisschen verändern. Ich möchte die mehr in der Mitte machen. Hier so hin. Einfach ein bisschen anders hinräumen, weil mir gefällt das nicht. Wir haben die ja eigentlich nur gebaut, damit wir mehr Geld machen. Aber mir kommt es auch ein bisschen aufs Schönbauen an. Deswegen möchte ich das ändern in diesem Part. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich jetzt so ein bisschen umräume. Ich hab vielleicht auch was Besseres gehofft. Aber im nächsten Part verspreche ich auf jeden Fall, dass es ein bisschen spannender wird. Im nächsten Part. So, die Kartoffeln, die kommen dann hier hin. Entschuldigung, irgendwie ist mein Hals ein bisschen trocken. So, das... Ich finde es echt schade, dass man diese Dinger hier nicht so planen kann. Wisst ihr, was ich meine? Dass man zum Beispiel so ein Muster schon vorbereitet, den dann abspeichert und den man dann sofort anklicken kann oder so. Das wäre echt cool. Ich meine, ich baue zum Beispiel die ja oft... Oh, ist noch nicht fertig. Oft einfach gerade so, ne? Und dann könnte man das Muster speichern, das bei den anderen einfach übernehmen. Das wäre echt cool, wenn sowas geben würde. Warte mal, hier machen wir das anders. Reicht das? Nee, leider nicht. Scheiße. Dann müssen wir es so machen. So.
Dann machen wir das so. Und hier würde ich dann Lagerhaus hin machen. So. Haben wir immer noch keine Steine. So. Machen es mal hier ein bisschen schneller. Also. Die Stadt gefällt mir hier gar nicht. Ich finde die echt öde. Ich würde die gerne mit dem Fluss so ein bisschen zusammen. Fügen. Wir haben halt jetzt leider auch keine Zielsteine da. Das ist blöd. Nee, dann mache ich das anders. So. So. So, und das kommt wieder weg. Also wie die Bäume. Ich meine, gut, ich könnte jetzt auch einfach sagen, wir machen jetzt die Stadt hier einfach komplett weg. Dürfte uns eigentlich nicht so viel ausmachen. Ein letzter Blick. So, dann machen wir das auch noch weg. Das sieht jetzt sehr brutal aus, ne? Einfach so, einfach alles wegreißen. Den würde ich jetzt behalten. Und. Nee. Hier hinsetzen. Genau, wir planen das hier jetzt erstmal, bevor wir die festbauen. Schon Ziegelsteine. Wir haben ja jetzt welche da, dann können wir die jetzt auch nutzen. Sind Sie die Ursache für mein Bedauern? Ich glaube, hier baue ich gerade nach oben. Und hier gehen wir runter. So. Dann tun wir die Gebäude hier hin. Und dann brauchen wir nämlich nicht wieder neue bauen. Dann können wir die einfach übernehmen. So, dann machen wir hier. So. Die meisten sehen sich doch eh nur die Bilder an. Ist das hier irgendwie verbunden? Nee. Dann machen wir das mal eben hier. Jetzt müsste es mit dem Kontor wieder verbunden sein. Ich hätte ja schon gedacht, dass wir ein bisschen mehr Minus haben. Dafür, dass wir hier eine ganze Stadt weggemacht haben. Es mangelt an Arbeitskraft. Es mangelt an Arbeitskraft. Dann machen wir hier auch nochmal so ein Viereck.
Soll ja auch ein bisschen was hermachen, die Stadt. Machen wir es so. Ich mag es immer gerne, wenn die Straßen halt immer so sind und nicht, ich sag mal so und so. Ne? Ich mag das lieber immer so gegenüber, sag ich mal. Mag ich das eher. Machen wir es hier auch nochmal. So, dann Marktplatz, den hier, den nutzen wir auch nochmal. Den stellen wir hier oben hin. So. Ein Wirtshaus haben wir hier noch gar nicht. Den hier. So. Okay, dann das ändern wir noch mal. Da möchte ich gerne die Kirche drin haben. Es mangelt an Arbeitskraft. So. Können natürlich jetzt auch schon aufbauen eigentlich. Ne? So. Sind halt jetzt schon einige wieder. So, was ist denn hier mit der Feuerwehr? Die könnten wir hier hinbauen. Oh, hier ist ja auch noch eine. Vielleicht da unten. Mit etwas Geld kann man alles kaufen. Ich reiß die jetzt hier mal ab. So, dann kommt hier eine Straße runter. Es mangelt an Arbeitskraft. Achso, ich wollte hier eigentlich auch noch mal eine lang machen. Vielleicht brauchen wir auf dieser Insel irgendwann mal das Öl. Deswegen mache ich jetzt hier auch solche Linien. Obwohl, ja doch, da auch. Falsch. Okay, Bauern haben wir hier schon fast wieder genug drauf, auf dieser Insel. So. Das müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen anders machen, so. Gespannt, wie die nachher aussieht. So, und hier würde ich dann nämlich ein paar Gebäude hinstellen. Ich möchte nämlich jetzt doch nicht so ganz, ups, falsch, alles in einer Ecke ballern, was Produktionsgebäude angeht. Ich werde das mit der Stadt zusammen so ein bisschen einfließen lassen. Das habe ich nämlich schon mal so gebaut. Beim anderen Spielstand. Und ich fand, das sah nachher echt cool aus. Zum Beispiel hier haben wir ja auch eine Insel, die ein bisschen so ähnlich gebaut ist. Hier, wo war denn das nochmal? Die alte Welt.
Hier, die hier. Da wollte ich das so ähnlich machen wie hier. Nur noch ein bisschen alles mehr dichter zusammen und so. Wo welche gerade waren das? War das die? Nee, Quatsch, das ist die neue. Die alte war das doch, ne? Ach nee, es war Cap Trelawney. Ah, toll, die ist wieder da. Zum Glück haben wir hier schon. Ach so, das ist ja. Ach klar. Hier war das. Haben wir da noch Schiffe stehen? Nee. Wo haben wir die denn hingetan? Warte, man kann das ja hier. Kann man denn sehen, dass wo er steht? Ah, hier. Okay. Das nervt mich, dass die immer wieder zurückkommt. Nein, die hier war das, ne? Genau, hier. So, dann machen wir hier den Weg hin. Oh, genau richtig. So. Wenn Sie nicht für mich einstehen, wäre das eine schreckliche Kränkung. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das da oben baue. Schön. Dann hole ich mal meine alte Schrotflinte. Oh, ich dachte, wir hätten schon die ganze Zeit Krieg mit der. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Hatten wir Frieden mit der? Die Menschen lassen sie hochleben. Ich meine, wir hätten schon die ganze Zeit Krieg mit der. Ein Schiff wurde zerstört. Wir kämpfen oh shit, eins von unseren ist kaputt. Das schaffen wir nicht. Ein Schiff wurde zerstört. Muss mal dich nehmen. Kap Trelawney. Machen wir das hier so. Das hier stellen wir dann so hin. So, und die stellen wir jetzt auch alle auf. Ist denn das überhaupt nochmal die Schule, glaube ich, ne? Die stellen wir dann hier hin. Und Polizei. Oh, die würde da gut hinpassen, ne? Ist natürlich dann perfekt. So. Okay, das ist wieder ein Marktplatz. Der kommt dann wahrscheinlich hier oben irgendwo hin. So. Perfekt. Soweit. Die können wir jetzt schon ein bisschen aufsteigen lassen.
So. Okay, wir machen ein Minus auf dieser Insel, aber das habe ich mir schon gedacht. Wir haben natürlich viel weggerissen und so. Viele Gebäude. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ich glaube, dann würde ich hier runtergehen. So. Kommt hier auch nochmal Häuser hin. Ist natürlich jetzt hier voll blöd, ne? Ist mir eigentlich schon zu lang wieder. Wir haben es besiegt, okay. So, und alte Welt war das. Was mir nur Sorgen macht, ist, dass wir hier so wenig Fischschiffe nur haben, ne? Das hier ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Ich weiß, ja. Danke für die Liebenswürdigkeit. Die Stadt könnte man auch noch vergrößern, ne? Wir haben halt überall Baustellen. Aber wir kümmern uns erstmal jetzt um diese Insel, würde ich sagen. Das war die komplett, bauen und so, und dann kümmern wir uns wieder um die Gegnerin und dann bauen wir die nächste Insel. Ich denke mal, so läuft jetzt die ganze Zeit. Ich würde mich da auf jeden Fall versuchen, dass wir unsere Inseln alle mehr nutzen. Wir wären dann so weit. Da passt das leider nicht. Man könnte natürlich auch hier, obwohl, nee, möchte ich eigentlich. So. Ach, das sieht doof aus. Wo ich glaube, wir machen, lassen es einfach so. So, dann ist da keine doppelte Brücke. Können wir vielleicht hier hin machen? Schiff unter Beschuss. Genau, dann machen wir die da hin. Wobei, hier wäre besser, wäre es gerade. Das könnten wir ja nachher noch machen. So. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. So. So. Da haben wir eine Lücke. Vielleicht passt da besser der Parkplatz jetzt hin. Yay! Perfekt. Wo möchte ich es haben? Hier könnten wir jetzt auch noch welche aufsteigen lassen. So, ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, hier werde ich das so. Und dann kommen hier so noch Fabrikgebäude und so hin. Aber ich würde mich ganz gerne jetzt wieder um Brot kümmern, dass wir Brot wieder haben. Bin ich jetzt am Überlegen. Ich glaube, die werde ich hier hin machen. Aber ich möchte es irgendwie auch ein bisschen schöner bauen, als immer so langweilig. Jawohl. Ja, jetzt ist das halt wieder so, ne? Wie immer. Machen wir das hier. Das musste jetzt in Druck gehen. So. Falsch. So. Ich hoffe, das Stück hier, der Platz reicht jetzt noch dafür. Sieht
aber sehr eng aus. Oh, scheiße. Dann machen wir das anders. Dann müssen wir es so machen. Kann ich auch so ein einzelnes Feld? Ja. Schiff unter Beschuss. Machen wir es so und da kommt dann ein Lagerhaus hin. Perfekt. So, dann hier. Was für ein Schiff ist denn hier? Okay, wie immer. Weise uns den Weg zum Horizont, wo die Flamme der Freiheit brennt. Nee. Ganz ehrlich, hat La Corona dich in der Mangel? So. Drei Stück. Dann nehmen wir das und tun das hier hin. Ich hoffe, das am Brot müsste das jetzt hoffentlich reichen. Das kommt auch noch weg. Das muss auch noch woanders hin. So, dann machen wir hier auch noch mal ein paar Häuser hin. So. Und aufbauen. Muss das so machen. Okay, Minus ist auch schon viel weniger geworden. Die Menschen lassen sie hochleben. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander geworden irgendwie. So, das so. So. Dann machen wir den Weg da weg. Dann machen wir hier einen neuen hin. Der erstmal nur provisorisch ist. Und später ein schöner rein. So. Da können auch noch Häuser hin. Machen wir hier. So. Ich glaube, so ist das schon ganz gut. Und hier könnten wir dann auch noch... Ich glaube, hier machen wir auch noch ein paar Häuser hin, aber dann wird hier wieder noch ein paar Produktionsgebäude entstehen. Aber gar kein... Oh, wir haben die Dings weggemacht, ne? Die Schnapsbrennerei. Deswegen sind die hier auch alle voll. Perfekt. Schiff unter Beschuss. Da brauchen wir auch noch einen Marktplatz hin.
Da könnte man natürlich jetzt auch die Felder hinmachen, ne? Aber eigentlich finde ich das besser so. Dann mache ich hier lieber noch ein paar Häuser hin. Oh, shit, eins zu weit. So. Viere. Zwar ein bisschen viele Wege dazwischen, aber sieht einfach besser aus, wenn das so ein bisschen abgezielt ist. So Leute, das war's in diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir haben zwar jetzt nicht viel geschafft, wir haben ja eigentlich nur eine Insel ein bisschen anders gebaut. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt findet. Hier würde ich noch überall Bäume reinpflanzen. Ich finde es auf jeden Fall schöner bis jetzt. Mal gucken, wir sind ja halt noch nicht fertig, ne? Wir haben ja hier noch echt viel Platz, wo wir noch bauen können. Das machen wir dann nicht im nächsten Part. Obwohl... Eigentlich wollte ich ja hier unten angreifen, aber dann genug Schiffe. 6 Stück. Dann müssen wir mal gucken, ob wir dann noch woanders ein paar Schiffe hierher bringen können. Auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal in Anno 1800. Tschüss!